Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero und der Barbox, der baden geht. Es hat viel geklappt. Letzte zwei Folgen hatte ich da meine Probleme mit. Aber das kann bald passieren. So, jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung und zwar werden wir eine kleine Änderung vornehmen. Ich möchte gerne das Ganze, also die ganze Base nochmal etwas umbauen. Bevor ich das aber mache, möchte ich noch was holen, denn ich weiß jetzt, dass es einen ja, WC und WC-Dusche und dergleichen gibt. Und das würde ich natürlich ganz gerne mit einbauen, schon mit integrieren. Ich weiß aber nicht, wie groß die Sachen sind, wie man die hinstellt und so weiter und so fort. Deswegen würde ich die erstmal holen wollen. Und ich sage das auch deshalb, weil ich, kleiner Dämlack, das vergessen habe einfach. Die Sachen. Deswegen koppel ich jetzt hier mal schnell die hinteren Teile ab. Brauchen wir jetzt nicht. Denn wir wollen ja möglichst schnell dahin kommen, wo wir hin wollen. Denn wir waren da jetzt schon zweimal und haben es zweimal vergessen. Also ich habe es zweimal vergessen. Sage ich jetzt ganz ehrlich. Traurig, wie es ist, aber es ist so. Das Ganze liegt nämlich bei unserem Captain. Bei unserem Piloten, nicht bei unserem Captain. In der Base, in der ersten Base, in der wir waren, wo wir auch das nette Kuscheltier gefunden haben. Und dort konnten wir zum Anfang die hinteren Räume nicht betreten. Und ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt unten war, so gedacht, irgendwas war noch, irgendwas fehlt noch, irgendwas brauche ich noch. Ja, jetzt weiß ich es auch. Ich muss noch in diese Räume rein. Eben das zu finden, was ich suche. So, jetzt tausche ich hier erstmal die Batterie aus. Das war jetzt ein bisschen schade, dass ich dann nur die kleine da drin habe. Kann man die laden? Ja, die kann man laden. So, nehmen wir die beiden kleinen mit. Wir machen also jetzt ganz schnell einen Abstecher nochmal. Und Margarierreste, glaube ich. In ihre kleine Base. Wir haben uns das ja glücklicherweise gut auf der Karte markiert. Und zwar ist das unsere... Unser Signal, letztes bekanntes Signal der Pilotin, möchte ich meinen. Ja, ich denke, das müsste es sein. Da werden wir jetzt noch mal schnell hinfahren und dann werden wir tatsächlich mal wieder ein paar Folgen nur bauen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wie gesagt, ich möchte wirklich eine ganze Menge umbauen. Wir werden natürlich auch die Sachen, die wir in der letzten Folge gefunden haben, herstellen. Also die Teile, die wir noch für den Hummer gefunden haben, also das Tiefenmodul hatten wir ja schon. Dann die Teile für die Seebahn, die uns noch fehlen, für unsere Gurke, dass wir die auch noch komplettieren. Also komplettieren weiß ich zwar nicht, ich gehe mal davon aus, da fehlt noch ein bisschen was. Aber das, was wir jetzt mal haben, möchte ich halt komplettieren. Aber vorher machen wir kurz den Abstecher zur Marguerite. In die alte Base, wo sie ja jetzt nicht mehr ist, denn sie ist ja jetzt oben auf der Eisscholle in ihrem Gartenhaus. Und da wollen wir mal gucken, dass wir da hinten reinkommen. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch finde. Ich weiß, die Dusche ist da unten. Das weiß ich. Und da wurde ich nicht gespoilert, sondern ist es so, dass ich mich gewundert habe, dass ich diese Teile noch nicht habe. Und da habe ich so bei mir gedacht, da guckst du doch mal nach. Warum das so ist. Habe mir einen kleinen Guide durchgelesen. Da stand dann eben drin, dass man in diese Räumlichkeiten erst reinkommt, wenn sie nicht mehr in der Base ist. Deswegen haben wir das vorher nicht gefunden. Und deswegen will ich da jetzt nochmal hin. Und das sind natürlich ganz wichtige Ausbauteile für die Base, die man braucht. Sagen, ist ja schon wieder ein großer unterwegs, aber nein. Und deswegen jetzt eben auch nur mit der kleinen Bahn. Erstens sind wir schneller unterwegs und zweitens können wir wesentlich einfacher unten navigieren. Dann brauche ich nämlich nicht extra abkoppeln oder sonst irgendwas vor Ort. Und vor allen Dingen nicht von Hand runtertauchen, sondern tauche einfach mit euch zusammen durch. Zeige euch das dann auch nochmal. Hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse, dass ich mich da ein bisschen informiert habe. Aber das hat mich eben ein bisschen wuschig gemacht.
Ich sehe gerade was. Ich glaube, das muss ich mal ganz schnell beheben. Ihr seht es vielleicht auch. Es blubbert schon wieder an der Seite. Komm, lass mich raus. Und das will ich nicht. Das darf nicht. Ich möchte nicht unsere Gurke 2 verlieren. Das wäre unschön. Was kann ich, was ich mir gemacht habe, dass sie überhaupt so angeschlagen ist. Aber alles halb so wild. Wir haben ein Reparaturtool. Da geht das alles ganz fix mit. Und weiter geht's. Es fällt mir allein, wir haben ja die... Was ist jetzt da hinten bei 123? Das müsste hier derselbe Eingang sein, auf der anderen Seite. Wir dann gleich mal gucken, wo wir ihr Leuchtsignal finden. Müsste nämlich tatsächlich hier runtergehen. Mal sehen, da unten ist schon ein Leuchtstäbchen. Also wir sind ganz dicht dran. Ich habe versprochen, es geht schnell und es wird schnell gehen. Ich habe übrigens auch schon unsere Eier und alles in unserem Brutkasten gesteckt. Also sprich in unser Aquarium, unsere Aufzuchtstation. Bin schon sehr gespannt, was da rauskommt. Auch ein Grund, warum ich so schnell wie möglich wieder zurück möchte. Ich möchte nicht verpassen, wenn die Kleinen schlüpfen. So. Da kann man aber mal sehen, wie dämlich man manchmal so ist. Ja, man denkt dann einfach nicht mehr dran, dass man da ja nochmal rein kann. Dann. Und an Stellen kommt, an die man vorher eben nicht gelangt ist. Aber gucken wir uns gleich nochmal richtig um. Nicht, dass wir noch was anderes vergessen haben. Möglich ist ja alles. Klingt da. Ich möchte meinen auch gerne verzieren dürfen. Darf ich aber nicht. Ich glaube, aber hier wird nichts mehr sein. Der Generator würde mich auch noch interessieren. Wenn es denn einer ist, er sieht zumindest danach aus. Das ist auch so ein... Da ist eine Boje drin und irgendwas noch. Kann ich jetzt gerade nicht identifizieren. Gucken wir einfach mal. Vielleicht finden wir auch noch ein Bild oder so hinten bei ihr. Warum ich hier die Tür nicht schon scannen konnte, verstehe ich gar nicht. Oder ich habe auch das wieder übersehen. Ach, da sitzt sie ja. Alles klar. Aber ihr Wachhund sitzt nicht mehr vor der Tür, oder? Nee. Nicht, dass ich umsonst hier runtergekommen bin. Das wäre es ja. Aber sie ist ja jetzt lieb zu uns. Wir haben ja ihren Job erledigt. Oder den Auftrag, den sie uns gegeben hatte. Na du, kleines Kuschelmonster. Die hätte ich gern, diese Tür hier. Aber die kann man nicht mitnehmen, leider. WLAN gibt es auch nicht. Wow, hier sieht's aus. Könnt auch mal aufräumen. Das ist wirklich Kaffee hier. Ah, ein Kühlschrank. Oh ja, Kücheneinrichtung. Kücheneinrichtung fehlt uns ja auch noch alles Mögliche. Boah, super, ein Kühlschrank. Das, allein dafür hat sich die Reise schon gelohnt. Bloß nichts vergessen. Alles durchgucken hier. Ich weiß, es wirkt schon wieder so, als ob ich durchhetze, aber nein, ich hab's halt. Ich möchte mich für euch beeilen. Damit wir endlich wieder eine Base bauen können. Denn ich weiß, dass da einige von euch ganz wild drauf sind. Da ist sie. Die Dusche. Ach, ist das schön. Oh, Toilette. Okay, alles klar. Genau so was meine ich. Da können wir auch schöne Quartiere bauen, endlich. Ein Waschbecken. Spiegel gibt's nicht. Okay. Ah. Wer will das Elend auch sehen unter Wasser? Ich glaube, wir haben alles. Also hier zumindest, da war aber noch ein Raum, wenn mich hier alles täuscht. Oder? Oh, ein Kochfeld. Ich war sehr gespannt, ob das auch funktioniert dann. Das wär's doch. Funktioniert, das haben wir noch was vergessen hier. Hier muss ja wirklich unter jedem Becher gucken, ob sie nicht irgendwas so eingemühlt hat. Die Regale hatten wir ja schon, Tisch und Teller gibt's nicht. Der Glastisch sieht auch nice aus, oder? Jetzt mal ernsthaft. Den will ich auch haben. Sehe ich nicht. Ach, guck mal, da liegt nämlich sogar noch ein PDA. Margarine wie das Tagebuch. Aber guck mal, hier liegt auch wieder so einer. Und du kannst ihn trotzdem nicht scannen. Scheint es nicht mehr zu geben. Hier noch was Schönes bei. Offene Regale wären auch was. Hätte ich auch gern. Und den. Ist das ein Teddybär? So ist eine Art, oder?
aus wie ein Rhinoceros. Irgendwie. Kann das nicht identifizieren. Oh, ein Boxsack. Coolen Sachen kriegen wir wieder nicht. Aber wir haben schon ein paar schöne, coole Sachen gefunden jetzt wieder. Okay, ist hier noch irgendwie. Ich will nichts vergessen. Möchte nicht nochmal hier runter müssen. Sieht aber nicht so aus, ob hier noch was wäre. Keine Lampen oder irgendwas? Alles klar. Wir haben also Badezimmer und Küchenausstattung. Das ist toll. Und ich wette jetzt schon, wenn ich dann zurück bin, dann schreibt irgendjemand in die Kommentare, ey, du musst doch mal zurück, du hast doch was vergessen. Den Teppich will ich haben. Ich habe echt Panik, dass ich irgendwas vergessen könnte. Aber es sieht wirklich nicht so aus. Hier war das Bad. Da haben wir definitiv alles, so klein wie der Raum ist. Mal vorne bei ihr nochmal. Bei ihm. Ach, schöne Dekoartikel finde ich schon nicht schlecht. Also mal abgesehen von Bildern natürlich und von dem Tischspielzeug. Da würde ich mich über ein paar zusätzliche Sachen durchaus freuen noch. Nehmen wir das PA. Auf was knabbert er denn da rum? Sicher jetzt erst. Knabberst du da, Digga? Okay. Alles klar. Glaub nicht, dass es uns das gibt. Zumindest nicht freiwillig. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz rein, was wir hier... Da ich schon wieder. Ach, ein Flirt, das ist noch von der letzten Folge. Das sind die ganzen einheimischen Lebensformen. Die müsste ich auch mal wieder wegdrücken, alle, damit das nicht alles leuchtet hier. Kontrollraum. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Hat er eigentlich zwei Eingänge oder nur einen? Mal gucken. Ich finde ja, spätestens wenn man es gebaut hat, könnten sie es rausnehmen hier. Basisinstallation. Wasserfiltersystem. Ja, auch das werden wir bauen. So schnell es geht. Okay. Ich will euch alles ganz in Ruhe durchlesen. Habe ich kein Problem mit. So, wir haben jetzt ja, apropos, wir haben jetzt ja die Möglichkeit, die anderen Basen zu finden, denn wir haben ja jetzt Ausgangspunkte. Ja. Rein theoretisch könnten wir uns jetzt Gedanken machen, wo die anderen Basen sind. Wir hatten Omega gefunden. Jetzt weiß ich auch endlich, welches Biom das hier ist. So, und das hier ist Alpha. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Weil eigentlich müsste das doch Gamma sein. Es ist doch die Delta sein, meine ich. Delta war doch die, die auf der Insel ist. Die Antenne. Es ist doch eine Insel. Dann müsste aber doch gleich daneben noch eine sein. Oder soll das hier für Delta stehen? Hier sind die Eisschollen. Das hier müsste Delta sein. Das würde auch hinkommen, etwa. War, dass man die nicht vergrößern kann, die Karte. Aber es könnte ja sein im Kontrollzentrum, dass man da irgendwas hat, eine Karte oder so. Das wäre natürlich toll. Ich habe da gerade keinen richtigen Überblick. Die Omega ist klar, aber ich kenne mich mit den griechischen Buchstaben nicht so aus. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Delta anders geschrieben wird. Ah, wir gucken uns gerade mal die Karte an.
Das sind eigene Zeichen. Also das hier ist Omega, das kennt man ja, aber das hier wäre halt tatsächlich Delta und das hier ist die Mine. Aber aufgrund dieser Positionen können wir dann relativ einfach ermitteln, wie wir zu den anderen kommen. Das ist noch eine Pi. Pi-Robotik-Labor. Ah, interessant. Also auf jeden Fall würden wir da wahrscheinlich dann hinkommen, aber ich nehme mal an, dafür brauchen wir erst ein bisschen bessere Schneeausrüstung oder so. Denn da scheint man ja so ein bisschen durch den Schnee zu müssen. Steht da unten drunter nichts? Gucken, steht hier was? Nö, da steht nichts. Okay. Ist aber alles nicht so schlimm. Also das Ticklein war jetzt gerade mal so freudig, gerade kurz nachgesehen, was diese Buchstaben bedeuten sollen. Könntest du mir mal das griechische Alphabet zeigen? Mich würde mal interessieren, ob das die richtigen Buchstaben sind. Also das da, wo Omega sein soll, das ist auch das Problem. Das ist das Zeichen Omega, das ist schon klar. Das habe ich ja gesagt, das kenne ich halt. Wow. Ich schon überall gegen knallen. Jetzt den bekannten Ausgang. Und hier ist er auch schon. Genau. War dann aber das schon geschafft? Das ist doch toll. Hab mal eine Viertelstunde und wir haben ein neues Badezimmer und neue Küche. Das ist toll. Das finde ich richtig toll. Ah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich's. Meine Verwirrung ruht daher, dass ich nur die kleinen Buchstaben kenne vom Alphabet und nicht die Großbuchstaben des griechischen Alphabets. Deswegen, ich sage ja, die kleinen kennt jeder, also das Alpha und so, und das A und B in Groß, Alpha und Beta sind, das war mir auch noch bewusst so ein bisschen. Aber ich kenne halt nur die kleinen Buchstaben ansonsten. Deswegen das Delta hätte ich mir nicht erkannt, dass dieses Dreieck Delta heißt. Naja, wieder was gelernt. Ist doch schön. Ich finde das schön. Immer was Neues lernen. Dem habe ich jetzt aber erstmal eine verbraten. Oder? Nicht, oder? Ich glaube, das ist die Figur schon mal drin waren hier unten. Außerdem haben wir gesagt, wir wollen jetzt nach Hause. Ich kann es aber auch nicht lassen. So, genau. Hier ist aber die Antenne, das wäre also Delta. Dann wieder die Mine ja von da aus gesehen dort. Können wir ja mal kurz anmachen. Dann wissen wir das. Ich habe ja die Mine schön markiert. So. Ah, guck genau andersrum. Da ist Delta und dahinter wäre dann die Mine. So, das würde bedeuten, dass eine der Basen in diese Richtung da hinten ist. Also nach Nordosten raus. Über die ganze Fläche aber. Jetzt am Rand. Und die andere Base müsste dann theoretisch in diese Richtung sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Deutschland ist jetzt hier auf jeden Fall, ne? Nee, ich bin dichter dran, viel dichter. Also hier. Ja, aber auf der Seite von oben gesehen. Schräg oben. Ja, aber weiter dichter zu Delta. Genau da bin ich jetzt. Rechts von hier. Ja, sag ich Die ja. eine bleiben. Da drüben müsste die eine Hinter sein. Delta auf dem Irgendwo Land. da hinten müsste dann. Aber das finden wir dann alles im Spiel raus. Wobei wir das ist ja jetzt auch kein Spoiler oder so, denn die Karte haben wir ja. Wir hatten nur keine Orientierungspunkte, die haben wir jetzt. Wobei ich nie auf die Mine geachtet habe, dass das eben das Zeichen für die Mine sein soll. Wir hatten also schon viel früher die Orientierungspunkte. Denn wir hätten ja mit der Mine und Delta bereits eine Ableitung treffen können, wohin wir müssen. In etwa. So findet man ein Omega aus, auch relativ einfach. Wenn man sich dann auf den grünen,
auf die grünen Punkte noch ein bisschen konzentriert und sich sagt, okay, das werden wahrscheinlich die schwebenden Inseln sein, dann ist es auch relativ klar, wo man hin muss. So, jetzt geht es aber gleich los. Jetzt wird erstmal umgebaut. Das heißt, hier eine ganze Menge wird hier umgebaut. Da könnte ich auch eigentlich gleich drin sitzen bleiben und mal ein bisschen gucken, was wir so alles machen. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr von den großen Räumen haben. Die möchte ich dann unterteilen in verschiedene Bereiche, beispielsweise jetzt eben in der Werkstatt. Da wird dann aber hier hinten das Büro rausfliegen und wir werden die Werkstatt vergrößern, beziehungsweise das Lager vergrößern, so dass wir nach hinten rein dann die Werkstätten haben. Steinbrechereis entdeckt. Ah, das muss ja dann eins von unseren... Da kommen wir genau richtig. Da gehen wir noch mal kurz rein. Ich möchte separate Bereiche von allem machen. Eine schöne Unterbringung, vielleicht auch Gästequartiere, das weiß ich noch nicht genau. Bahn. Ja, das ist unsere Bahn. Ja, war ich doch gar nicht so falsch. Ich habe noch zwei Teile dran, deswegen. Oder muss ich die jetzt separat ankoppeln? Scheint so. Sich nicht einfach braucht jetzt. Ah, wunderbar. Das ist auch geklärt. Gut, jetzt habe ich auch vorne das Lager und hinten dann den Rest. Dann passt es auch wieder. So, wir haben noch Trinken und Essen bei. Das ist gut. Da wollte ich aber gleich was auspacken. Wenn wir jetzt nämlich umbauen, brauche ich nicht das ganze Zeug drin. Lass mal im Gürkchen liegen. Ich habe hier schon ein Teil rausgepackt. Batterie lasse ich eine da für unser Konstruktionswerkzeug. Und ansonsten nur zweimal essen. Dann haben wir nämlich jede Menge Platz, um auch Sachen hin und her zu räumen. Denn das wird jetzt auch nicht ausbleiben. Ich bin tatsächlich im Überlegen, das Ganze um eins weiter nach drüben zu versetzen, damit wir hier auch noch zwei sogar runde Module ransetzen können. An diese ganze Geschichte, die wir vielleicht noch als zusätzliches Lager einbauen könnten oder vielleicht als als Dusche zum Beispiel, also als nach der harten Arbeit halt einfach mal duschen gehen. Hört sich jetzt ein bisschen irre an, aber ich finde es zwar schön. Es hat irgendwie was. So, und da bräuchten wir aber, wie gesagt, etwas mehr Platz zu dieser Seite. Da geht es jetzt gerade deshalb nicht, weil von innen die Wand ist, deswegen zeigt er nichts an. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich es hier hinstelle, ist er jetzt, naja, dann wäre er halt im Dings drin. So, hier oben würde es gehen. Da kann es nicht gehen, weil da ja schon Felsen ist. Weiß nicht, ob eins auch. Doch, eins müsste reichen. Wenn wir es um eins versetzen, das Ganze, dann müsste es passen. Dann könnten wir zwei runde Module, also zwei Mehrzweckräume praktisch, einen hinten, einen vorne anbauen. Nur so als Beispiel. Wir könnten auch, ich weiß gar nicht, ob der Scannerraum da passen würde. Nee, würde auch nicht passen. Ist auch zu dicht dran. Also selbst das wäre nicht machbar, dass wir das Kommandozentrum, also so ein Kommandomodul jetzt aufbauen, ein großes, wo wir dann eben den Scannerraum und auch dann natürlich den Kommandoraum. Ist er denn überhaupt da? Ist er. Also den Kontrollraum. Der soll da ja auch mit dran. Wobei ich mal gucken wollte beim Kontrollraum, ob der zwei Ausgänge hat. Also hinten und vorne. Sieht fast so aus, ne? Wenn man das so sieht, würde ich sagen, man könnte die als Durchgangsräume machen. Beide. Also sowohl den Scanner als auch den Kommandoraum. Das wäre natürlich toll. Das wäre ganz toll. Ich würde die dann nicht hintereinander machen. Das würde blöd aussehen, finde ich. Aber an so ein großes... An so einen großen Raum dann... Einmal das... Scannen und einmal das Kommandomodul. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Okay. Außerdem brauchen wir natürlich zwei Buchten unbedingt, denn wir wollen ja sowohl mit dem Krebs, also mit dem Hummer, als auch mit der Gurke mal anlegen. Wir müssen dazwischen genug Freiraum haben, damit wir unsere ganze Strecke da parken können. Und ja, der Onkel will auch parken können. Auch sowas muss sein. Das heißt, wir werden dann einen Abgang haben mit einem T-Stück.
der sich dann in zwei aufteilt, wo dazwischen dann genug Platz ist, wo wir das ganze, die ganze Strecke einstellen können. Da können wir uns nämlich mal schön an dem Tier orientieren, wenn wir auf das Tier zufahren, wissen wir genau, wir sind in der Mitte. So stelle ich mir das Ganze vor. Das heißt aber jetzt unglaublich viel umbauen. Vor allen Dingen unglaublich viel abreißen. Das können wir ja alles wieder neu machen, das ist ja kein Problem, aber das muss halt alles weg, denn wir müssen alles eigentlich überverrücken. Ist ebenso. Gehört mit dazu. Wenn man schön leben will. Und da was noch. Aber soweit ich mich erinnern kann, habt ihr euch das ja sowieso gewünscht, dass schön viel gebaut wird, man ein bisschen rumprobiert und nicht alles so einheitlich aussieht. In dem Fall ist mir euer Wunschbefehl. Habe ich noch was zu essen bei? Ich hatte mir was mitgenommen, ne? Jawohl. So, bestens vorbereitet sind wir auch. Wir können uns jede Menge Essen herstellen. Wir haben ja unsere Pflanzen. Da muss ich dann ganz doll auf aufpassen, dass ich, wenn ich die Pflanzköpfe abnehme, dass ich vorher von den Pflanzen jeweils auch die Samen habe. Die nochmal suchen muss, dann aber auch eine Idee. Und falls ihr noch Unterwasserpflanzen kennt, die man tatsächlich anpflanzen kann. Also natürlich die Körbchen und so, das weiß ich. Aber die haben ja, die hat man ja sowieso überall zu stehen. Aber so was Besonderes vielleicht. Nur den Namen könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber nicht das, wo man die findet. Vielleicht so das Biom, könnte man vielleicht sagen. Das wäre vielleicht noch nicht ganz so hart gespoilert. So, ich lasse mich mit Absicht das hier noch stehen. Beziehungsweise hier auch diesen Anschluss. Weil dann haben wir nämlich schon die Entfernung, die wir brauchen. Das ist genau dieses eine. Das heißt, das kann ich nochmal wegnehmen. Die können auch weg. Der Garten wird dann etwas anders platziert. Wollte ich ohnehin noch was gucken. Was? Das hat aber viel Titan gebracht. Könnten wir natürlich. Na, ist schwierig. Obwohl, wir können ihn oben drauf parken. Den Hummer als Außenlager. Bräuchten wir nicht jedes Mal rein, aber irgendwann ist der auch voll. Das bringt also auch nicht wirklich viel. Da möchte ich halt viel mit diesen Wänden arbeiten, mit den Türen und so weiter und so fort. Ich finde es einfach schick, damit arbeiten zu können. Ach hey, Jemine. So viel zum Thema reinbringen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe nirgendwo mehr Platz. Ich glaube, ich baue mir jetzt hier einfach eine Truhe hin. Einfach nur, um das Titan reinzupacken. Quarz haben wir ja da, das ist ja nicht das Problem. Naja, wieder, wenn es dann nachher soweit ist. Stellen wir einfach nochmal zwei Schränke hin für den ganzen Kladderadatsch, den wir jetzt gleich einsammeln werden. Nehmen wir die hier auch nochmal weg. Stellen wir den anderen daneben einfach. Bleibt ja nicht. Ist nicht für lange. So, dann kann das erstmal alles rein. Das Blei kann natürlich in den Bleischrank, da ist ja Platz, aber Titan werden wir noch eine Menge zusammensammeln. Da ist ja Platz, alles klar. So wie dazu. Dann machen wir hier mal nach Möglichkeit das andere Material rein, was übrig ist. Dann wollen wir doch mal sehen, dass wir das alles hübsch bauen. So, das kommt auch noch mit weg. Ach, hier war das Blei her, deswegen. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, woher kam denn jetzt das Blei überhaupt? Nehmen wir mal ein Wunder, genau. Wir können es nämlich. Ist das, passt das? Ist das genau dieses Breite? Ja, ist es. Sehr schön. Das machen wir nämlich ganz frech. Weil wir können es. Nicht doch. Bist du wohl? Das ist immer mein Kristall hier. Rechtes Ding. Vielleicht durch das Blei rausgebaut. Oh, ich habe doch gerade. Achso, es war bloß noch eine halbe Platte übrig, deswegen. Haut aber auch nicht ganz hin, der Gedanke gerade. Müsste mich eigentlich noch ein, zwei darüber. Es geht aber nicht. Weil sonst ist es nur auf der einen Seite drunter, auf der anderen aber nicht. Oder wir machen das Ganze. Dann wäre es da eine halbe drunter. Müsste ich aber zwei Durchgänge machen. Also zwei breit.
Ich glaube, das mache ich jetzt zum Schluss, die Platten runtersetzen. So, kann ich mir jetzt... Was brauche ich denn für den Raum? Laststahlbahn. Moment, war es der richtige? Okay, doch. Großer Raum, Laststahlbahn braucht man dafür. Alles klar. Ich werde jetzt auch erstmal nur anzeichnen. Ob ich noch welche habe. Aber es ist kein Problem, wir haben genug Titan da. Und wir haben auch genug Lithium da. War zwei Plastschreibern, glaube ich, ne? Heftig. Aber es sind halt große Räume. Den kann man halt viel anfangen. Insgesamt wird es vier große Räume erstmal geben. Hatte ich mir so überlegt. Die wir miteinander verbinden werden, wo dann die einzelnen Hauptsachen drin sind. Und dann wird es noch einige kleine Mehrzweckräume geben. Und dann natürlich die zusätzlichen Sachen wie Scannerraum und dergleichen. Kommt also einiges zusammen an Arbeit. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. So, jetzt müssten wir hier die Luke wegnehmen. Ja, denn ich möchte auch die Verbindungen vorher sichern. Also sprich, dafür sorgen, dass nur an bestimmten Stellen Verbindungen entstehen. Jetzt ist die Sache. Mache ich das immer außen oder mache ich das immer innen? Gucken wir uns das noch einfach mal an. Okay, da ist der Pflanztopf davor. Das ist auch cool. Hier nicht. Lass mal hier hinbauen. Röhre. Fällt mir gerade ein, wenn ich um eins nach drüben will und möchte jetzt Röhren als Verbindung nehmen. Ich finde ja diese Direktverbindung auch sehr schön, aber ich finde es halt schade, dass es keine Türen gibt dazwischen. Also, dass man keine Shots einsetzen kann oder so. Ich weiß gar nicht, ob die Shots in diese Teile rein können. So, hier geht es leider nicht. Ich würde jetzt nicht verbinden, weil halt der Kasten drin steht. Den müssen wir dann also wegnehmen erst. Aber trotzdem, wenn ich jetzt um zwei rüber will, dann muss ich erstmal eins einrücken. Das war jetzt das, was wir gesetzt haben. Hier soll auch noch ein Rohr zwischen. Das heißt, da müssen zwei rüber. Und dann soll ja hier das Rohr rüber. Das heißt, drei müssen dazwischen. Also wir brauchen drei Rohre Abstand, damit das funktioniert. Das heißt, eins, das deute ich nur an. Das kann ich nicht nur andeuten, ich muss da ein richtiges ransetzen. Sonst darf ich das nächste nämlich nicht setzen. So, wir wieder die Titan. Okay. Doch, wir tauchen schnell durch. Ja, das wird ein Haufen Gefrickel werden. Aber ich freue mich trotzdem. Alleine schon, um ein paar Gänge zu haben. Wo man dann durchschlendern kann. So, jetzt habe ich hier, wie gesagt, das Problem. Nehmen wir die mal nochmal raus. Und die auch. So, euch kann man damit wieder setzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Feuerschotten. Das sind doch die, die man dann auch einpflanzen kann, oder? Ja, genau. Dann nehmen wir jetzt nämlich hier das Titan einfach raus. Dann sind die Feuerschoten ohnehin weg. Wenn das Inventar nicht voll ist. Trotzdem noch setzen? Nee. Aber wir haben ja einen Kästen hier. So ist ja nicht. So. Und zack. Dann stellen wir den erstmal hier hin. Weil den brauchen wir ja. Wir brauchen ja die Feuerschoten fürs Essen. Dass da was schief geht und wir kein Essen mehr haben. Das wäre furchtbar. Jetzt bin ich aber hoch motiviert, das alles
schön zu machen. Die bauen wir später wieder ein. Das sind dann Pflanzen, die zur Deko gedacht sind eher. Genau wie die Melonen. Auch eher zur Deko sind. Okay. Warum kann ich es immer noch nicht wegnehmen? Pflanzstoff. Der Pflanzstoff, der da an der Wand hängt, ist schuld. Ich glaub's ja. Wirklich? Ich glaub's. Okay, der auch nicht. Die Kartoffel hatte ich noch da. Selbst wenn nicht, wäre es nicht so schlimm. Aha, okay. Das war's also. Muss ich bloß die noch wieder loswerden. Schade, dass diese Schränke nicht nutzbar sind. Oder diese Tische, was auch immer. Nutzbar gemacht worden sind. Okay, hier ist aber nichts weiter drin. Achso, der eine war ja leer. Okay, alles klar. Habe ich Glas, Titan, habe ich alles bei. Aber ich darf sie von hier hinten nicht bauen, oder? Darf man? Tatsache. Schön. 1, 2. Kann man eigentlich einen Ausstieg einfach so dran setzen hier? Tatsache. Das ist super. Geht dann nämlich der Ausgang zum Garten rechts und links später dann nachher. Bei denen geht das ja nicht, bei den Glasrohren. Da konnte man nichts dran setzen. Nee. Wäre auch Quatsch. So. Kurz nochmal nachüberlegt. Nachüberlegt ist auch gut. Hier sollte jetzt ein großer hin. Ja, richtig. Moment. Außen, ne? Ja. So. Zack. Genau. 41, müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir da versehentlich zu wenig haben. So, da würde ich dann jetzt nämlich die ganzen Sachen erstmal rüberräumen, also Lager sozusagen einrichten, wo ich alles reinpacken kann, was wir jetzt haben. Das wird eine Weile dauern. Ich werde das aber jetzt nicht extra in der Pause machen, sondern zwischen den Folgen. Teil werde ich mit euch zusammen schon noch machen, gleich. Dann hat mich noch was interessiert, und zwar... Okay, dann entsteht da ganz normal der Steg. Alles klar. Ja, dann machen wir das so. Dann bauen wir da jetzt erstmal jede Menge Schränke, wo alles reinräumen, was wir so haben an Materialien. Dann muss ich ja nachher auch die Stromverbindung dahin bauen, beziehungsweise die wird, glaube ich, automatisch dahin gelegt, wenn denn die Module dicht genug dran sind. Ein bisschen Titan haben wir noch. Aber haben wir noch genug Quarz, ist die Frage. Das hat schon was. Allein jetzt schon. Dieses Durchrennen hier. Apropos, ich wollte ja mal gucken, ob wir dieses Schott einsetzen können. Wo ist denn das? Da ist es nicht bei. Boah, so viele Sachen. So viele schöne Sachen. Guckt euch das an. Endlich ein bisschen Einrichtung. Wobei mir immer noch Schränke mit Funktionen fehlen. Also richtig schöne Schränke. Die anderen sind ja nicht schlecht. Ja, ich habe doch das Schott gelernt, oder? Etwa nicht. Da ist es. Ah, alles klar. Super. Weil die geben immer richtig Stabilität. Funktionieren aber offensichtlich nur... Moment. Hier würde ich es nicht einsetzen können. Okay. Schade. Also bei Direktverbindung geht es nicht, so wie es aussieht. Ja. Da muss also tatsächlich eine Röhre ran. Aber das haben wir sowieso vor. Von daher passt es. Diese Sicherheitsshots sind nämlich... Einen, wie gesagt, steigern sie... Stabilität enorm. Also an jedes Ende der Röhre gehen sie. Und zum anderen finde ich sie auch irgendwie cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen möchte ich davon auf jeden Fall welche drin haben. Nicht unbedingt in jedem Bereich. Also jetzt zum Beispiel hier so einen schönen Durchgang, der mit Glas verziert ist. Weiß ich noch nicht, ob man da dann sowas auch reinmacht. Dann auch den Ausgang zum Garten, da muss ich mal was überlegen. Das würde ich nämlich ganz gerne eigentlich vom Aquariums- beziehungsweise auch von der Küchenbase aus eine direkte Tür rausmachen wollen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Kann man hier Glastüren direkt einsetzen? Ja, das geht. Was dann aus? Ja, cool. Ja, das ist cool. Da war das, wenn du von der Ecke kommst, dass du dann so ein bisschen hängst, ne? Genau. Aber da ist ja die Treppe. Von daher geht das.
finde ich sogar ziemlich cool, muss ich sagen. Aber hier, ihr seht schon, da. Das war das Problem, das ich damit hatte. Ich bin nämlich hier direkt vor der Treppe eigentlich. Aber von der einen Seite geht's und von der anderen nicht. Eigentlich muss man gar nicht so weit hochgehen, man kann direkt rausgehen. Also man muss die Treppe gar nicht wirklich benutzen. So. Das überlege ich mir noch, ob wir das eher mit solchen Ausstiegen machen oder eher mit den direkten Ausstiegen aus den Räumen. Ich finde beides nicht schlecht, aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon besser finde. Sicherlich werden wir in der gesamten Basis alles mal verwenden. Aber jetzt heißt es erstmal Schränke bauen. Umräumschränke. So, bevor ich damit anfange, werde ich mich tatsächlich etwas früher von euch verabschieden mal. Die Folge ist also mal einen kleinen Moment kürzer. Denn ich will das alles nochmal Köpfchen durchgucken, mal wer da ist. Unsere Quallen sind da. Komm, lasst uns mal ein Auge drauf werfen. Ach, wie schön. Das freut mich richtig. Was der Krach hat. Da, ich wusste es, das ist der kleine Krebs. Zwei Stück haben wir, wir können sie also züchten. Da werden wir auf jeden Fall eine richtig schöne Zuchtstation außerhalb bauen. Also nochmal drei Räume übereinander oder so. Vielleicht auch eben Mehrzweckraum. Kann man ja auch übereinander dann setzen. Über mehrere Etagen. Aber es ist ein bisschen unübersichtlicher als mit diesem großen Aquarium. Da geht es etwas einfacher. Okay. Das finde ich interessant. Fällt euch was auf? Mag jetzt gerade nur so scheinen, aber es blitzt nicht mehr. Ich glaube fast, das hat was damit zu tun, dass hier keine Fenster mehr, also nicht mehr so viele Fenster drin sind. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es im nächsten Raum sehen. Oder die Stabilität hat sich verändert. Aber eigentlich nicht. Damit sollten wir eigentlich anfangen. Mit dem Raum. Also mit der Kontrollzentrale, damit wir von vornherein die Base auch so gestalten können, wie wir das gerne möchten. So, ich lasse, also ich werde das jetzt hier alles abbauen, bis auf diesen einen Raum, der da hinten steht. Das wird der Ausgangspunkt sein, von dem aus wir dann die restliche Base bauen. Und das dauert eine Zeit. Jetzt sind wir noch nicht mal allzu weit weg von der normalen Zeit, in der ich mich von euch verabschiede. So, das heißt, ich werde jetzt anfangen, Schränke zu bauen, alles umzuräumen. Es wird hier nicht ordentlich sein, es wird alles nur durcheinander gestellt. Ich werde mir da keine großen Gedanken machen zu. Und alles nur so hinstellen, dass ich auch drankomme. Vielleicht sogar hintereinander, dass man von der Seite nur drankommt, dass das alles hier eine Reihe lang steht. Weil das wird die Außenwand definitiv sein. Und das bedeutet, dass nur in diese Richtung Räume rankommen. Zumindest in diesem Moment noch. Es könnte sich bis zur nächsten Folge nochmal geändert haben, die Idee. Da muss ich erstmal drüber schlafen. So, 10 Sekunden Schlaf, weil die Folgen nämlich nacheinander auf. Alles klar, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und ja, bis dann. Ciao.